Et vite de vivere santo.
sacri spiritus sancti Deus, per omnia secula seculorum.
Aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, ihr wisst, dass ihr euch, solange ihr noch Heiden wart, blindlings zu den stummen Götzen hinführen ließet. Darum tue ich euch kund, niemand, der im Geiste Gottes spricht, kann sagen, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Es gibt zwar verschiedene Gnadengaben, aber nur einen Geist. Es gibt verschiedene Ämter, aber nur einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, aber nur einen Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinsamen Nutzen zuteil. Dem einen wird durch den Geist die Rede der Weisheit verliehen, einem anderen durch denselben Geist die Rede der Wissenschaft, einem dritten der Glaube durch denselben Geist. Wieder einem anderen die Gabe der Heilungen durch den Geist. Wieder einem anderen diesem die Gabe, Wunder zu wirken, jenem die Gabe der Weissagung.
diesem die Gabe der Unterscheidung der Geister, jenem die Gabe der Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber bewirkt ein und derselbe Geist, der jedem zuteil, so wie er will. Fortsetzung des heiligen Evangeliums nach dem heiligen Lukas. In jener Zeit trug Jesus einige, die sich selbst für gerecht hielten, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen in den Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich also: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie die Räuber, die Diebe, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich besitze. Der Zöllner aber stand von ferne und wagte nicht einmal die Augen zum Himmel zu heben. Er schlug vielmehr an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause, jener aber nicht. Denn ein jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Cum clamavim ad Dominum, als ich zum Herrn schrie, hörte er meine Stimme von denen, die sich mir nähern. Und er demütigte sie, der von allen Zeiten ist und ewig bleibt. Wirf deine Sorge auf den Herrn, und er wird dir beistehen. Geliebte im Herrn, damit beginnt heute die heilige Messe. Es ist der Impromptus. Wir alle kennen diese Erfahrung. Es gibt Zeiten, in denen wir fühlen, wirklich zum Herrn schreien zu müssen, weil die Umstände unseres Lebens so hoffnungslos erscheinen. Es gibt Zeiten, in denen die Feinde oder sogar der Feind des menschlichen Geschlechtes, der Teufel und seine nützlichen Idioten, ihre Masken fallen lassen. Wenn man in diesen Tagen die nützlichen Idioten des Teufels am Werk sehen will, muss man nur zur Olympiade nach Paris schauen, bei deren Eröffnung das letzte Abendmahl unseres Erlösers in ekelerregender Weise von sogenannten Drag Queens, Männern in Frauenkleidern, die sich im falschen Körper fühlen, nachgeäfft wurde. Aber der Teufel ist der Affe Gottes, der nichts anderes tun kann, als zu zerstören. Der heutige Introitus lehrt uns, dass wir auch unter solch schwierigen Umständen voller Zuversicht zum Herrn rufen werden. Als ich zum Herrn schrie, erhörte er meine Stimme. Dieser Psalmvers sagt etwas sehr Wichtiges, das wir inmitten unserer Schwierigkeiten oft vernachlässigen. Gott hört uns. Er vergisst uns nicht. Er hört uns nicht irgendwann später, sondern er hört uns wirklich, genau in dem Moment, in dem wir weinen und rufen. Aber warum antwortet er nicht sofort, könnten wir fragen. Warum können wir oft den Eindruck gewinnen, dass der Vater der Lüge und die Feinde Gottes so viel stärker sind? Denn Gott ist geduldig. Und in seiner Vorsehung kennt er das Ende von allem. Er ist vor aller Zeit und bleibt in Ewigkeit. Gott handelt nie in einem Zustand der Panik. Aber Panik ist das, was wir den heutigen Lebensstil nennen können, den der Teufel erschaffen hat. Der Teufel kann nur versuchen zu bekämpfen, was Gott will. Er kann nur das Gute zerstören, das Gott bereits geschaffen hat. Deshalb kommt der Teufel immer zu spät. Er ist immer hinter Gott. Was auch immer der Teufel vorhat, welche böse Absicht er auch verbreiten will, er kommt immer zu spät. Es gibt ein berühmtes Sprichwort, das sagt: Die Ruhe bringt den Teufel um. Gott steht am Anfang alles gut. Und deshalb ist er doch noch am Ende. Gott hat Zeit. So hart wie der Teufel, der ein gefallener Engel und daher sehr intelligent ist, aber so sehr der Teufel auch versucht, seine bösen Pläne zu schmieden, so sehr er auch versucht, die Ordnung der Ereignisse vorherzusehen, Gott zieht weiter. Gott will nichts Böses. Er will auch nichts Böses als Instrument, das etwas Gutes bewirken könnte. Alles, was böse ist,
steht zutiefst im Gegensatz zu Gottes ungeteilter Güte und Liebe. Und deshalb wird sich Gott, der wahrhaftig ist, niemals hinter einer Lüge verstecken, sondern der Teufel versteckt sich ständig hinter der Lüge, dass auch das Böse in Wahrheit gut sei. Gott will nichts Böses. Es ist aber auch kein Zeichen von Schwäche, das Gottes zulässt, sondern von Gottes Stärke. Gott braucht das Böse nicht zu fürchten, aber der Teufel muss Gott fürchten. Und selbst inmitten dessen, was seine Erfolge zu sein scheinen, weiß er, dass er bereits verloren hat. Gott fürchtet den Teufel und seine bösen Pläne nicht und lässt sich daher auch nicht von den Fallstricken des Teufels beeindrucken. Aber Gott weiß viel besser, wie kurzsichtig der Teufel ist. Die Geschichte der Kirche und die Geschichte unseres Heils beweisen, wie viel stärker Gottes Vorsehung ist und wie kurzsichtig der Teufel ist. Als der Teufel glaubte, es sei ihm gelungen, den Gottessohn, unseren Herrn Jesus Christus, zu vernichten, hat Gott bereits beschlossen, wie er das, was er in seinem Sohn begründet hatte, noch höher erheben konnte. Und er hatte bereits seine Mutter als die neue Eva, die Mutter alles Lebendigen, erwählt. Als der Teufel glaubte, es sei ihm gelungen, Gottes Pläne zu durchkreuzen, indem er unseren Herrn ans Kreuz führte, erlöste Gott uns durch das Opfer seines Sohns. Immer wenn der Teufel glaubt, dass es ihm gelingt, der Kirche zu schaden, weiß Gott schon von Ewigkeit, wie dies am Ende zur Lebendigkeit der Kirche beitragen wird. Das Blut der Märtyrer wurde zum Samen des katholischen Glaubens und auch heute, je mehr der Teufel versucht, uns zu verletzen, desto mehr wird er schließlich von Gott gedemütigt, weil er am Ende sogar Gottes Plan dienen muss. Der Teufel sieht nur sich selbst und sein eigenes Elend und seinen Zorn. Deshalb ist er blind für Gott und das Gute. Der Teufel will vernichten, am Ende sogar die, die ihm treu gedient haben, weil er nicht treu ist, sondern ein Lügner. Der Teufel will teilen und trennen, aber da Gott das Ende kennt, weiß er auch alles wieder in die rechte Ordnung zu bringen, alles zusammenzubringen und alles zu ordnen, dass etwas Gutes daraus hervorgeht. Wenn der Teufel noch darüber nachdenkt, wie er etwas zerstören kann, hat Gott schon gewusst, wie es zum Guten beitragen wird. Gott ist gut und er ist wahrhaftig und er ist treu und deshalb mag der Teufel versuchen, was er will, aber am Ende wird er keinen Erfolg haben. Am Ende wird sogar alles Böse dieser Welt schließlich zur Verherrlichung Gottes beitragen müssen. Am Ende der Zeit, im universellen Gericht, wird alles offenbar werden. Alle Sünden unseres Lebens und der Geschichte der Menschheit, alle Augenblicke, in denen der Böse in unserem Leben und in der Geschichte dieser Welt erfolgreich war. Aber für diejenigen, die diese Gelegenheiten und das Elend ihres Lebens genutzt haben, um sich zum Herrn zu bekehren, für diejenigen, die ihre Sorge auf den Herrn geworfen haben, wird die Offenbarung ihrer Sünden zur Verherrlichung Gottes noch einmal beitragen, weil sie seine Güte und seine Gnade beweisen. Und offenbar wird die er zur Überwindung des Bösen gewährt hat, aber für diejenigen, die ihre Sünden nicht bereuen, die nur sich selbst sehen und blind sind für Gottes Güte und taub für seine Stimme. Es wird immer wieder und auf ewig heulen und Zähneknirschen sein. Ihre ewige Verstammnis wird es sein, die Gott ablehnen und auf sich selbst schauen. Und für diejenigen, die sich dem Willen Gottes unterwerfen, wird die Teilnahme an der Herrlichkeit Gottes sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Continuum nobis nobis subsidio.
Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos locum istum et fructus terre, et manet semper.